Ich möchte euch eine kleine Erkundungstour zu einer möglichen Bug Out Location vorstellen. Auf dem Land kennt jeder jeden, was Plünderungen erschwert, und kleine Ansiedlungen sind leicht zu verteidigen. Eine Fischtreppe bedeutet, dass es vermutlich Forellen im Bach gibt. Die Wasserqualität ist sogar so gut, dass es Flusskrebse gibt. Gehöfte und kleine Ansiedlungen sehe ich als Gewinn. In meinem Fall wohnt dort ein guter Freund, zu dem ich notfalls gehen kann. Oft wird behauptet, man findet alles in der Natur. Im Winter sieht das für eine Familie oder Gruppe sehr schlecht aus. Man kann bei Freunden für den Ernstfall auch Vorräte und Material einlagern. Hat man Säuglinge, Schwangere, Kranke oder Schwache dabei, ist es gut, sie dort unterbringen zu können. Wanderer stören mich bei der Vorbereitung nicht. Im Krisenfall wird kaum jemand wandern gehen, höchstens einen Hund Gassi führen. Wanderer sind ein Quell für Informationen, sei es Sammelplätze für Essen, zu geografischen Besonderheiten oder Plätzen, die man meiden sollte. Aufgrund der steilen Hänge wird hier keine Forstwirtschaft betrieben. So findet man genug Holz. Klares Wasser ist fast überall in diesem Gebiet zu finden. Am liebsten unternehme ich solche Erkundungstouren in einer kälteren Jahreszeit. Zeit umzukehren. Kurze Rast. Das vordere Fach ist fast immer leer. Was wohl in der Dose ist? Selbstgemachtes Trockenfleisch. Akkuwechsel am GPS-Gerät. Überall gibt es Zunderschwämme, hier an einem alten, von Spechtlöchern übersäten Stamm. Die Ausrüstung wird am Schluss immer gleich richtig verstaut. Zu Hause werden verbrauchte Akkus sofort aufgeladen.